Und es geht weiter um festliche Frisuren, aber eigentlich auch um Frisuren, die man jeden Tag machen kann, die schön aussehen und die einfach mal ein bisschen anders sind, als die Haare offen zu tragen oder im Pferdeschwanz. Und das passiert ja ganz oft, wenn man nicht weiß, wie die Sachen funktionieren. Ich freue mich sehr, dass die Mädels vom Hauptquartier in Neuss hier zu Gast sind und Sachen präsentieren. Und Danja, du hast ja von Stella die Haare gemacht bekommen. Wir haben ja schon gesehen, dass es die Waves sind, also die Beach Waves. Aber dann hat sie an der Seite das Band reingesteckt. Und was hat sie dann hier gemacht? Oder erzählst du, Stella, wenn du gerade da sitzt, was du gemacht hast mit den Haaren hier oben? Ich habe einfach ein paar Strähnen genommen. Ja. Es muss auch nicht ordentlich sein. Und die dann einfach hier so reingedreht. Und sind die dann unten nochmal festgesteckt? Gar nicht. Einfach und durch diese... Genau, ich zeige das gleich auch nochmal bei der Yvonne auf der anderen Seite, wie das geht. Okay. Ja. Dann, das sieht gerade ein bisschen unbequem aus. Deswegen setze ich wieder hin. Und Yvonne, du hast jetzt bei Stella Fischgräte gemacht. Also quasi ein Zopf, der anders gemacht ist und man denkt, also ich dachte immer, der sei total schwer, aber eigentlich ist es gar nicht so schwer, ne? Ja, der sieht halt, wenn er fertig ist, super kompliziert aus, aber im Prinzip, wenn man die beiden, wenn man oben anfängt, jetzt haben wir natürlich hier schon den Anfang, man teilt sich zwei Strähnen auf von den Haaren und nimmt immer von außen nur eine kleine Strähne auf die andere Seite. Mhm. Also das ist super einfach umzusetzen, es dauert ein bisschen länger als ein geflochtener Zopf, weil man braucht so ein bisschen starke Arme dafür, weil das halt unheimlich viele kleine Strähnen sind. Aber im Prinzip ganz einfach. Ne? Man muss immer nur eine kleine Strähne von der einen Seite auf die andere ziehen. Und das funktioniert nur bei so schönen dicken Haaren wie bei der Stella oder auch bei Leuten, die dünne Haare haben? Das ist das Tolle am Fischgrätenzopf. Ah, okay. Beim geflochtenen Zopf ist es ja meistens so, dass der leider dann einfach zu dünn wird, nicht so schön aussieht. Bei der Fischgräte... Das zeige ich jetzt auch nochmal. Bei der Fischgräte ist es ganz cool, wenn du fertig bist, machst du hier unten einfach dein Gummi rein, ganz normal, wie du es halt machst. Und hast dann aber die Möglichkeit, den nochmal so ein bisschen auseinanderzuziehen. Dann wirkt der einfach nochmal breiter. Mhm. Das heißt, mit Feinhaaren kann man das auch super machen. Man geht einfach hin und zieht sich den nochmal locker. Das sieht halt auch nicht so angestrengt dann aus. Mhm. Ne? Die Frisur sieht halt auch so aus, als wärst du die mal eben morgens in 2 Minuten gemacht. Und hast trotzdem Hingucker. Und dann ist nochmal ganz schön, wir haben hier unten jetzt vorhin schon eine Locke reingemacht, weil meistens, wenn das Ende so gerade runterhängt, dann sieht das ja auch immer so ein bisschen komisch aus, ne, weil das vielleicht dann auch vom Flechten nicht mehr ganz so auskommt. Das kann man bei jedem anderen Zopf auch machen. Einfach nochmal mit dem Glätteisen oder mit dem Lockenstab einfach unten eine Locke reinmachen. Und ist das jetzt eine Frisur, die, wo ihr sagen würdet, das würde ich in einen Club anziehen oder vielleicht eher... Doch, zur Familienfeier, Weihnachten oder wann würdet ihr sowas tragen? Das ist eine Frisur, die man eigentlich immer tragen kann. Ne? Also die kann man, ob man jetzt zum Grillfest eingeladen ist oder ob man Weihnachten irgendwie zu den Schwiegereltern geht. Es ist nicht zu aufwendig, aber es ist immer nett anzusehen. Ne? Auf jeden Fall. Dann würde ich dich bitten, immer dich mal hier hinzusetzen. Dann kann mich vielleicht Stella von der anderen Seite zeigen, was sie mit deinen Haaren macht. Also hat sie noch nicht fertig gemacht. Also man sieht an der Seite, setz dich mal kurz hin. Nee, am besten dahin, dann kann die Kamera das besser einfangen. Ne? Und dreh dich mal so zur Seite, dass die Kamera dich einfangen kann. Die andere Seite meine ich, dass man erstmal sehen kann, wie es aussieht auf der Seite. Genau, aha. Also das einfach erstmal ein Band genommen und dann die Haare drunter gesteckt. Genau. Und das machst du jetzt an der Seite auch. Genau, im Prinzip ist das so ein Band, was hinten Gummi hat. Das heißt, es ist elastisch. Mhm. Das stülpst du dir einfach über den Kopf. Das kannst du halt auch machen, wenn deine Haare nicht frisch gewaschen sind oder halt luftgetrocknet, so wie ich das heute Morgen gemacht habe. Stülpst das über den Kopf, dass es sitzt. Kannst es vielleicht mit 1 oder 2 Klammern fixieren. Und dann fängst du an, so wie die Stella das jetzt macht, einzelne Strähnen dir zu drehen. Und dann einfach da reinzustecken. Okay. Jetzt hast du keinen richtigen Mittelscheitel, sondern eher unordentlich, sage ich mal. Ich weiß zum Beispiel bei mir steht überhaupt kein Mittelscheitel, also zumindest empfinde ich das so. Wie entscheidet man am besten, was für einen Scheitel man nimmt bei einem persönlich selber? Du hast ja auch einen Seitenscheitel, ist das immer so bei dir oder hast du auch mal einen Mittelscheitel? Ich habe generell immer einen Seitenscheitel. Ich auch. Es kommt halt auch immer darauf an, was man für eine Gesichtsform einfach hat, ne? Weil es ist halt auch ganz wichtig. Aber wie entscheidet man das? Oder sollte man lieber zu seinem Friseur gehen und sagen, sag mir, was ich machen soll? Also im Prinzip kann man so ein bisschen danach gehen, wenn das Gesicht schmaler ist, dann ist meistens ein Seitenscheitel ein bisschen besser, um das aufzuteilen so ein bisschen, ne? Weil man kriegt sonst noch mal eine schmalere Optik dadurch, dass die Haare sich in der Mitte teilen. So hast du bei dir jetzt auch zum Beispiel die eine Seite so ein bisschen mehr Volumen. Mhm. Dadurch ist das Ganze so ein bisschen aufgeteilt. Wenn du ein relativ rundes Gesicht hast, dann, oder ein ovales Gesicht, bist du sehr flexibel. Ne? Mhm. Dann kannst du auch
Mittelscheitel tragen. Was bei Seitenscheiteln mit feinen Haaren zum Beispiel auch immer gut ist, ist den nicht gerade zu ziehen, sondern die Seite quasi hier anzusetzen und dann diagonal auf die andere Seite zum Kopf zu gehen. Dann verteilt man das Volumen einfach gleichmäßiger. Okay. Man hat sonst ja schnell bei sehr feinen Haaren, dass eine Seite dann so pisselig, traurig wirkt. Ne? Und da kann man halt auch so ein bisschen mit tricksen. Aber in der Regel berät dein Friseur dich ganz gut da. Ne? Und wie sieht es mit Färben zurzeit aus? Ist es so, dass man sagt, man macht eher Strähnen oder man bleibt bei einer festen Farbe? Was ist gerade angesagt? Also die klassischen Foliensträhnen sind, glaube ich, nicht mehr so extrem. Es ist seltener geworden, ne? Weil du kannst bei einem Grundton immer noch mit ein paar Highlights oder Lowlights immer viel machen. Und meistens sieht das sauberer aus vom Ergebnis. Auch die Blondtöne sind in der Regel, wenn die gefärbt sind, wenn es gut gemacht ist, sehen die immer schöner aus, ne? Weil die klarer wirken. Und jetzt haben wir drei Frisuren bei euch. Ich würde sagen, sind sehr jugendliche oder junge Frisuren. Oder würdet ihr das auch einer älteren Frau ab 50, 60 raten, das zu machen, was ihr jetzt gemacht habt? Also es kommt so ein bisschen darauf an, wie du vom Typ auch bist. Ne? Wenn du jetzt sehr klassisch vom Typ bist, dann ist zum Beispiel eine Fischgräte, finde ich, vollkommen in Ordnung. Ja. Dann ziehst du sie halt nicht so auseinander, machst sie nicht so locker, sondern machst sie eher ein bisschen strenger und dann ist das kein Problem. Beachwaves kommen halt wirklich darauf an, ne? Ob du auch noch jung geblieben bist oder ob du eher so ein bisschen klassischer bist. Also wenn du vielleicht noch surfst und 50 oder 60 bist, dann geht's. Aber wenn man eher zu Hause vom Fernseher sitzt, dann ist es vielleicht nicht so eine super Sache. Aber alles ist erlaubt heutzutage. Ich glaube, das ist eigentlich das, womit man gehen kann. Also vor 10, 15 Jahren waren es schon so feste Sachen, habe ich so das Gefühl. Und mittlerweile geht einfach alles so, wie man sich halt wohlfühlt. Und das trägt man ja dann auch nach außen. Genau. Ich kann euch auf jeden Fall raten, wenn ihr euch beraten lassen wollt in der Festzeit und vielleicht auch mal einen neuen Schnitt haben wollt oder so, dann besucht mal die Mädels im Hauptquartier in Neuss. Es ist auf jeden Fall nicht nur, dass man eine schöne Frisur bekommt, sondern es ist einfach nur eine ganz nette Atmosphäre da und da kann man quatschen und einfach nach Hause gehen und sich sehr schön fühlen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute bei uns zu Gast wart und geht ihr jetzt feiern? Ich meine, ihr seht da aus, als könntet ihr jetzt losgehen und feiern, ne? Ja, ne? Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Dankeschön nochmal für den Besuch. Und ich glaube, wir machen jetzt weiter mit NRW Live, mit was machen wir? Ach, da! Ah, die 10.000 Flies gibt's jetzt, ne? Cool. Ja, super.